Grüß euch, meine Lieben. Heute kommen wir zu einem recht einfachen Design. Das heißt, wir haben die Winternägel satt und die müssen jetzt ganz, ganz schnell aufgehübscht und aufgefrischt werden. Ich entferne jetzt wie immer erstmal die alte Modellage, nehme so gut wie es geht vom Material mit runter und baue dann gemeinsam mit euch wieder auf. Machen wir die Nägel komplett neu, das heißt auch die Nägel werden gekürzt, ich verlängere mit Tipps. Und ja, das Design, ich kann schon mal im Vorweg verraten, ist gar nicht so schwierig. Aber dafür muss eben erstmal alles runter, altes Material so gut wie es geht, komplett runter. Und dann wird komplett frisch aufgebaut. Wie gesagt, ich verlängere mit Tipps. Zuerst werden aber die Nägel in Form gefeilt, die alte Modellage, wie gesagt, runtergenommen, Nagelhaut entfernt und so weiter und so fort. Das mache ich aber jetzt alles ohne euch, denn die üblichen Schritte von mir kennt ihr, die muss ich euch nicht jedes Mal mitzeigen. Bei der Anprobe von den Tipps ist mir aufgefallen, dass die Naturnägel noch zu lang sind, das heißt, die werden jetzt noch etwas eingekürzt und in der Form ebenfalls an die Tipps angepasst. Nachdem ich mehrere Tipps probiert hatte, habe ich festgestellt, die herausgesuchten waren doch nicht so die idealen. Und jetzt sind wir auf Stiletto-Tipps bzw. Spitze-Tipps umgestiegen, ohne Klebefläche. Die passen hier für diese Nägel besser. Ich probiere jetzt alle an, suche mir die passenden Größen raus und dann werden die geklebt. Beim Kleben achte ich immer darauf, dass ich die Flügelchen, sprich die Seiten, gesondert nochmal festdrücke, sodass die auch an den Seiten schön mit dem Naturnagel verklebt sind. Da die Nägel in dieser Form aber viel zu lang sind, werden die jetzt ordentlich eingekürzt und dann auch in der Form verändert. Also schaut es euch einfach an, wie wir was draus machen. Im nächsten Schritt kürze ich die Naturnägel restlichst mit der Feile und dann wird auch noch die Form befeilt. Sie sollen wie so eine Art, ja, ich sage jetzt mal Ballerina, in die Form gehen. Das heißt, ich feile mir die Seiten nach vorne konisch zu und mattiere mir dann zum nächsten die Oberfläche an des Tipps und befeile auch den Übergang vom Tipp auf Naturnagel. Nachdem ich mir den Feilstaub gründlich entfernt habe, kommt ein Dehydrator zum Einsatz. Mein Gegenüber ist Friseurin und hat dadurch viel mit Feuchtigkeit zu tun. Deshalb kommt der Dehydrator hier ganz gut. Und danach kommt auch ein Ultrabond Primer. Ich benutze den von Aretini. Dadurch haben wir hier keinerlei Lifting.
Nachdem das Grundiergel ausgehärtet ist, den Schritt habe ich euch nicht gezeigt, kommt mein Aufbaugel zum Einsatz. Ich mache mir den Aufbau. Heute machen wir ein Clear Design und deshalb brauche ich heute kein Make-up-Gel. Nachdem der Aufbau dann aufgebaut ist und ausgehärtet ist, komme ich wieder zurück zu euch. Wie gesagt, ist heute ein Clear Design. Ja, ich hätte mir das Design auch unter den Aufbau machen können, wollte ich aber nicht. Wir hatten eigentlich was anderes geplant, sind dann aber umgeschwenkt. Ich trage mir jetzt über eine Schicht ein Phasengel auf und in das Einphasengel lege ich mir die Glitzerpartikel ein und dann lasse ich das Ganze erstmal aushärten. Hier haben wir das so gemacht, dass das Glitzer im Bereich des hinteren, im hinteren Bereich abgelegt wird. Ich nehme dazu einen alten ausgedehnten Pinsel, setze mir das Glitzer ab und dann tupfe ich es nach vorne aus. Vorne sollte etwas weniger Glitzer wie hinten drauf sein und das ja, kann man dann auch mit so einem Ombre-Pinsel oder mit so einem Fächerpinsel nach vorne verziehen. Das machen wir jetzt an allen Fingern. Und dann kommt das Ganze wieder für 30 bis 60 Sekunden in die UV-LED-Lampe. Das Gel ausgehärtet war, habe ich natürlich noch kontrolliert mit meinem Finger, um zu schauen, ob irgendwelche Glitzerpartikel nach oben stehen, abstehen und die Modellage eventuell, sprich beim Versiegeln dann hinderlich sein könnten. Das war nicht der Fall. Ich habe sie also mit dem Pinsel gut ins feuchte Gel eindrücken können. Und jetzt wird das Ganze auch schon versiegelt. Ich benutze hier einen mittelviskosen Versiegler. Damit kann man das Glitzer nochmal schön einpacken und das Ganze wird dann für 120 Sekunden in meiner UV-LED-Lampe ausgehärtet. Wenn ihr eine reine UV-Lampe habt, dann bitte für 2x 120 Sekunden. Ja, das wird mein neues Tattoo. Ich wollte eigentlich schnell noch das Video beenden, denn mehr gibt es zu diesem Video nicht. Das heißt, schaut euch die Endmodellage bzw. das Endergebnis auf dem Bild an. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.